Hallo und herzlich willkommen bei Wie wär hier? Aber ich lieber woanders wäre. Ja. Aber nein, eigentlich auch nicht. Auf der einen Seite ist die liebe Powerbrezel am Verzweifeln. Ja, kein Wunder bei dem Spielpartner. Dankeschön. Immer wieder gern. Ja, so, wie ihr seht, sind wir an unserem Dame-Brettspiel. Die Dame hier steht vor mir mit einem Kreuz auf dem Rücken. Und diese Dame darf ich jetzt durch die Gegend schieben. Und da verschwindet diese Dame und da ist sie wieder da. Win the battle in the name of Amber Adelaide. Ja, das ist ein unhöfliches Drecksding. So. Ja, und zwar, wir haben dann nach der Beendigung der letzten Aufnahme, wussten wir schon, um was es ging. Also wir haben es dann schon rausgekriegt nach einer halben Minute, nachdem wir aufgehört haben, wussten wir schon, um was es denn nachher ging. Also können wir auch gleich voll durchstarten. Weil wir ganz genau wissen, wie das hier funktioniert. Also ich muss den Herrn TZ jetzt zu diesen, ja, Wachentypen jetzt schieben lassen, damit er mit denen kämpfen kann. So, dann will ich mal sagen, geh mal ein nach links. Und jetzt drei nach vorne. Bist du ein Stein? Genau. Jetzt gehst du, warte mal, kannst du da rechts gehen oder ist das was? Ja, genau, jetzt kannst du dreimal nach rechts bis zum Stein. Jawohl. Ein nach vorne. Ja. Und nochmal zwei. Nach vorne? Dann bist du am Turm. Ja. Dann kannst du zweimal nach links. Ein nach hinten. Ja. Zwei links. Und ein vor. Jetzt haben die Türme. Take down those towers and everyone in them. Du stehst schon wieder hier? Yes. Da hat diesmal was anderes gesagt. Vielleicht ist das eine andere Runde oder so. Hä? Was? Bist du jetzt zu zweit hier? Cool. Bewege dich einmal nach vorne. Du musst jetzt mit zwei Figuren laufen? Er hat irgendwas mit Towers gesagt. Vielleicht müssen wir ihn angreifen oder so. Ja, Towers. Geh mal nochmal nach vorne. Weil geht nicht, ich hab einen Stein. Hä? Ah, warte mal. Geh mal ein... Nee. Geh mal ein zurück. Ah, denn ein links? Ja. Nach vorne bis zum Stein? Ja. Also ein kannst du. Nee, ich nicht. Hä? Da ist aber kein Stein bei mir. Bei mir ja. Was? Was ist das denn für ein Geschiss? Da ist kein Stein. Ah, ja, ja. Ja, nee, geradeaus. Ja. Okay, ein Tower ist weg. Einer ist grün. Dann kannst du einen nach links, nach rechts gehen, meine ich. Ja. Und wieder hoch. Yeah. Nee. Ob wir die gleichzeitig kaputt machen müssen? Ja, aber kannst du die einzeln bewegen? Nein. Doch, du bist einen mit dem einen nach hinten gegangen eben. Du stehst jetzt schräg quasi. Und der andere steht noch da. Der eine ist jetzt, leider der linke ist direkt vor dem Tower und der rechte ist einer nach hinten versetzt. Zu deinem anderen Spieler. Der hat sich eben einzeln nach hinten bewegt. Bestimmt, weil irgendwie am Stein hing oder so. Eigentlich nicht, weil vor dir waren keine Steine. So, der eine steht jetzt... Okay, stand im Tower. Jetzt ein zurückgehst, ist der linke im Tower. Aber der rechte nicht, ne? Nee, der rechte nicht. Der ist ein zu viel nach rechts. Aber wie soll denn das gehen? Der ist ein zu viel nach rechts. Nee. Warte mal, ich hab eine Idee. Habe ich die irgendwie zusammengeschoben oder so? Nee. Jetzt stehen beide vor. Jetzt bist du irgendwie runtergefallen oder so. Ja, okay, jetzt nochmal. Wir müssen irgendwie versuchen... Take down those towers and everyone in them. Wie viele Felder sind denn zwischen den beiden Typen da? Was denn? Wie viele Felder sind denn zwischen den beiden Typen frei? Drei. Also müssen wir die irgendwie zusammenschieben? Irgendwie ja. Schieben wir die gegen... zweimal nach rechts? Geht das? Ja. Nee, einmal nach rechts. Nee, machen wir nur einmal nach rechts? Ja. Nee, geht gar nicht. Nicht so gut. Oder mach mal zwei nach links. Jetzt gehst du gerade... Nee. Zwei. Ich bin zwei nach links. Take down those towers and everyone in them. Warte mal kurz, er quatscht immer dazwischen. So, jetzt nochmal.
links? Ja. Jetzt geradeaus? Ja. Bis nicht mehr geht? Okay, ich bin am Stein. Genau, jetzt ein nach rechts? Ja. Jetzt zwei nach vorne? Und jetzt nach links? Ja, jetzt hast du zusammengeschoben. Einmal nach rechts und geradeaus. My sons, attack the gates. Attack the gates? Ach nö, nicht nochmal. Jetzt die Tore, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, das ist so easy. Wir machen das nochmal. Ein nach links? Ja. Ganz nach vorne. Okay, bin am Stein. Ein nach rechts? Ja. Zwei nach vorne? Ja. Und nach links. Ein nach rechts. Und durchgehen. Kommst du nicht durch die Türme? Nö. Oh. Warte mal, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. So, jetzt nochmal. Ich bin jetzt wieder... Nee, jetzt hast du nur einen Einzelnen komplett bewegt. Jetzt ist einer vorne und einer hinten. Warte mal, schieb mal einen runter sonst. So, jetzt nochmal. So, ein nach links. My sons. Ja. Attack the gates. Vorne. Ja. Ein nach rechts. Ja. Zwei vor. Ja. Links. Ja. Ein. So, jetzt müsstest du eigentlich, glaube ich, zwei links. Also noch ein links. Ja. Und jetzt rechts. Dann gehe ich hier wieder zurück. Nee, passt nicht. Du musst jetzt mal durch die Tower durch. Genau, jetzt kannst du nach rechts. Komplett nach rechts, soweit du kannst. Da kommt ein Stein. Bei mir nicht. Nein, nein, nein. Nicht so viel. Jetzt hast du die wieder zusammengeschoben. Jetzt musst du nochmal neu. Weil ich nicht weiß, ob wir die auseinanderkriegen. Jetzt stehen die beiden in einen. Nicht einfach irgendwas alleine machen. Nee, ich will wieder vorne anfangen, wie du sagtest. Jeder, ja, musst du denn nach ganz rechts oder so? Ich versuche die irgendwie runterzuschieben, aber irgendwie. Ja, nach ganz rechts, da ist doch frei. Ah, alles klar. Okay. Links. Oh. Their defeat is near. Ein nach rechts? Ja. Ein nach vor. Nee, zwei vor? Ja. Ein nach links? Ja. Und noch ein nach links. Ja. Jetzt nach 1, 2, 3 mal rechts. 1, 2, 3, ja. Nach vorne, bis nicht mehr geht. Ich kann bis zur Burg vorlaufen. Ja, aber du musst noch durch die Türen. Scheiße, hat nicht gepasst. Wir müssen nur einmal nach links gehen. Okay. Their defeat is near. Genau, nach ganz vorne, nach rechts, 2. Und nur einmal nach links. Genau, und jetzt nach rechts, 2-mal. Und jetzt 2 vor. Ein nach links. Ja, mir geht. Und jetzt kannst du durch. Hahaha. Victory. Wait. This was a trap. My sons. What have I done? Ladies and gentlemen. Welcome to tonight's feature trial. Was? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Was? Ladies and gentlemen, Kampfarena, kommt jetzt irgendwas? Also, ich habe jetzt auf dem Boden ein ganz großes Feld mit irgendwelchen, so eine Sockel irgendwie sowas, wo ich was draufstellen ach, kann. Da. Ach du Scheiße. Aber was soll ich vor allem hier draufstellen? Ich habe hier nichts. Leuchtet bei dir in der Mitte ein X? Nö. Geh mal in die Mitte. Noch weiter. Geh mal weiter in die Mitte. Bin genau. Okay, alles klar. Das ist ein Labyrinth oder wie das aussieht. Ja, jetzt sind gerade Mauern hochgegangen. Okay, jetzt geh mal noch mal raus und dann gleich. Oh Gott, nach links. Folge dem Weg. Ich kann nur nach rechts, nach links. Dann lauf dem, folge dem Weg da, genau. Zwei der Rand. Lauf. Okay, alles klar. Es geht auf Zeit. Scheiße. Oh Gott. Ich bin tot. Die Powerbrezel bringt mich um. Ach, du stirbst, wenn ich nicht rauskomme? Nein, aber du bringst mich um, wenn du nicht rauskommst. Ja, sag ich doch, du stirbst, wenn ich nicht rauskomme. Das meine ich ja. Okay, geh in die Mitte. Starten das Labyrinth nochmal neu. Das Ding ist, wenn du nach links sagst, ich kann nicht nach links laufen. Ja, ich sehe das ja von oben nur. Okay, jetzt raus. Bleib in dem Ring. Ja. Nächste raus. Die nicht, ein weiter. Die zurück. Nächsten raus. Ach, da wäre nämlich gewesen, weißt du? Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also. Wo ist denn der Ausgang? Raus und dann rechts. Ach, weil die ist genau spiegelverkehrt. Scheiße. Links. Links, rechts. Lauf. Ah, du warst kurz davor. Alles klar, spiegelverkehrt. Deshalb hau das nicht hin.
Okay, ich bin in der Mitte. Okay, raus. Links, links. Und nicht weiter. Nein, jetzt habe ich mich verzettelt. Links. Ah, nein. Aber wir kriegen das hin. Ja klar, ist nicht allzu schwer. Okay, ich bin in der Mitte. Also, raus und dann links. Weiter links, weiter links, weiter links. Lauf, lauf, lauf. Okay. Nee, war schon der falsche. Nee, war richtig. Lauf, 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 lauf. Gerade bleib im Ring, bleib im Ring, bleib im Ring, bleib im Ring. Links. Rein da. Zurück, zurück. Genau. Lauf, bleib im Ring, bleib im Ring, bleib im Ring. Lauf, lauf, lauf. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Links. Ah. Wieder zur Mitte. Ja, war richtig. Du musstest auch zurücklaufen. Nee, aber doch nicht zur Mitte. Nee, da hätte ging es weiter. Du hättest, hätte wieder rumlaufen müssen. Okay. Raus. Links. Lauf, 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 lauf. Links. Dann? Rechts. Genau. Dann weiter, 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 weiter. Nee, halt zurück. Zurück, zurück, zurück. Ah. Wenn ich nicht sag, verlass den Ring, dann. Ich habe immer zu wenden. Okay. Bereit? Ja. Raus da. Links, genau. Du folgst dem Weg. Nee, bleib mit dem Ring. Jetzt raus. Und jetzt lauf weiter da. Eine Richtung. Hab ich deine Wand nicht gesehen? Nee. Oh Gott, oh Gott. Okay. Raus. Links. Zweite, links. Zweite, raus. Ich hab mehr Rausgänge. Da und weiter raus und jetzt da, genau. Zurück. Lauf noch ganz oben. Bleib in dem Ring, da kannst du oben laufen. Da rein und wieder zurück. Lauf, 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 lauf. Bleib in dem Ring. Da raus und dann wieder zurück. Zur anderen Richtung. Nee, da ist eine Wand. Da war keine Wand. Doch. In dem Ring nicht. Als du mir gesagt hast, zurück, da war eine Wand. Okay, nochmal. Raus, bleib in dem Ring, zweite Ausfahrt. Und dann andere Richtung, genau da lang. Geht nicht, Wand. Ah, jetzt. Okay, lauf weiter, 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 weiter. Wieder rein, wieder zurück. Weiter, 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 weiter. Wieder rein und dann kehrt, genau, zurück und lauf. Genau, oh Gott, oh Gott. Raus, lauf raus. Genau, da weiter, 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 weiter. Wieder rein. Zurück. Andere Richtung. Da rein und lauf dann da weiter. Lauf weiter, 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 wieder raus. Ach Gott, war das weit weg. Das war übelst weit weg. Du hättest von innen wieder, du hättest einmal nach innen laufen müssen und dann wieder komplett nach außen. Ey, das schaffe ich doch gar nicht in der Zeit. Du kannst auch spurten, ne? Ich renne ja schon. Ach so, gut. Dort siehst du langsam aus. Dann trainier mal ein bisschen. Skill mal. Okay. Da aus dann, ja. Nach oben? Ja, lol, nach oben. Bei mir gibt es keinen nach oben. Ach ja. Andere Richtung. Man muss sich da besser reinversetzen können. Okay. Raus ist einfach. Raus. Dann links. Genau. Da runter und dann nach. Genau. Da weiter. Andere Richtung. Mann, geh da schnell! Ich hab mehrere Ausgänge nach links. Nicht einfach nur nach links, dann nehme ich den ersten. Du rennst mir gleich weiter raus. Ja, du sagst ja nach links. Also nehme ich das erste links. Und dann bist du gleich in den nächsten Ring gelaufen wieder. Ja, wo soll ich denn sonst hin? Da gehst du geradeaus weiter. Okay, weiter, links. Dann lauf weiter, zweite Ausfahrt. Lauf. Ja, wie gesagt, sag das doch gleich. Lauf weiter. Ich hab zwei, du sagst nichts mehr. Ich dachte, du rennst weiter. Ja, wohin denn? Ich hatte zwei Wände. Okay, nochmal. Eine Wand geht ja dann runter, wenn ich davor stehe. Ich kann ja nicht einfach hin und her rennen. Du hast zwei. Okay, raus. Zweite Ausfahrt wieder. Genau die Richtung, weiter. Okay. Lauf weiter, 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 weiter. Dann wieder rein. Zurück, da lang, genau. Lauf, 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 lauf. Wieder rein. Und jetzt genau, runter, zurück, andere Richtung. Ja. Ach, links wär's gewesen. Ja, aber ich sehe das ja nur von oben. Ich sehe das ja nur von oben.
Oh Gott! Halleluja. Alter Leute, bitte einen Daumen hoch dafür. Warum haben wir das nicht gleich gemacht, einfach nur mit scharfer Kurve? Ich weiß es nicht, weil wir doof sind. Doof sind wir nicht, wir haben es geschafft. Uhrenvergleich, ja. Innerhalb von 5 Minuten haben wir auch dieses Rätsel gelöst. Ja, 5 Minuten. Gut, dann gab es die letzte Folge nicht. Ja, die habt ihr nie gesehen. Oh, Gottes Willen. Okay, hast du jetzt irgendwie eine Tür oder sowas gekriegt? Nee, ich bin noch geschockt auf dem Balkon. Also ich habe jetzt so Symbole, wo ich wieder drehen muss oder so. Wie bei... Nee, ich kann die nicht drehen. Ich kann sie... Achso, dann muss ich sie dir wohl sagen. Also drehen kann ich sie nicht. Hast du irgendwas zum Drehen? Ich bin hier gerade am Laufen. Und wie kommt ihr Fettparty-Musik gerade? Geh mal weg, bevor da was durchfällt. Ich laufe mal gerade im Wolf als... Ich denke mal, als Entschädigung dafür, dass du die ganze Zeit laufen musstest, muss ich jetzt flitzen. Genau. Kann ja nicht nur ich 10 Kilo abgenommen haben jetzt beim Rennen. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade eine Tüge. Ich habe meinen Hamster gefunden, ist ja cool. Ja. So, mal auf die Hütte. Ja, denn ich bitte drum. Ah, du kannst sie drehen, okay? Muss ich dir jetzt sagen, was ich hier für Symbole habe? Wäre ratsam. Kannst du denn noch mehr drehen als die Dinger hier? Ich habe 3 links, 3 rechts. Ja, und hier auf der Seite, auf deiner für dich rechts, da habe ich einen Pfeil oben. Welche Richtung zeigt der? Nee, also der zeigt nach unten auf diese 3 Dinger hier. Alles klar. Ich habe der da oben drüber, also der Pfeil, ich habe ja über dieses Ding, ich weiß nicht, ob du das auch hast, so eine Art Plakette oder so, da ist ein Symbol drauf. Nee, also auf jeden Fall habe ich schon mal das Pfeilding oben jetzt. Okay, weil ich habe sonst ein Dreieck mit Spitze nach unten und ein Kreis drin. Ja, habe ich. Und die Mitte? Was ist der zweite? Achso, nee, von den 3 Dingern habe ich oben einen Kreis mit einem X. Aber ja gut, du drehst den ja weg, das ist es ja eben. Was soll ich denn hier sagen? Als festes Symbol habe ich nur das Dreieck nach unten mit einem Kreis drin. Mehr habe ich hier nicht. Oder ist hier noch irgendwo was versteckt? Also als festes Symbol hast du oben, das ist der obere, ne? Genau, da zeigt der Pfeil direkt drauf. Ein Dreieck mit Spitze nach unten und ein Kreis drin. Genau. Und das kann ich auch nicht bewegen. Das passiert bei dir nichts, ne? Ja, ich krieg hier... Wow! Mein Fußboden brennt nur. Da, wo ich draufstehe, da unten ist so ein Lavaloch oder sowas und da kommt ein Feuer hoch. Rätsel über Rätsel. Schauen wir mal, ob wir was finden. Also ich habe hier wirklich... Ich kann ja auch nichts drehen, nichts bewegen. Irgendwie brauchst du ja 6 Symbole. Dann wird die Tür aufgehen. Okay, ich glaube, das Feuer, das sprüht random los hier unten. Hier sind schon wieder die Särge mit den Händen, Handabdrücken. Was mich ein bisschen verwirrt, dass ich diesen einen Pfeil hier leuchten habe, der nur auf ein Dreieck nach unten mit 0, also mit einem Kreis drin, zeigt. Ja, ein festes Symbolen habe ich hier nicht. Aber ein Dreieck mit Kreis in der Mitte hast du ja aber nicht auf die Drehdinger, oder? Doch, habe ich schon eingestellt. Achso, okay. Kannst du das auf allen dreien stellen? Nee. Ich bin überfragt. Ich bin ja gerade den ganzen Raum aufsuchen. Ich glaube, meinen Raum habe ich fertig. Der hält sich in Grenzen von der Größe. Ja, meiner bedauerlicherweise auch. Aber das macht es doch ja nicht. Aber irgendwas muss es ja sein, was ich dir ja allen eigentlich sagen müsste. Weil wenn du auf deiner Seite die Symbole hast, wäre es ja easy peasy. Eben. Aber bei mir ist ja nichts weiter. Das ist ja der Witz, also das Alter. Obere Ding dreht sich bei dir, es dreht sich nicht mehr bei dir, ne? Ich kann dir die andere Seite sagen, was bei mir jetzt hinten rausguckt, aber es wäre auch Quatsch, oder? Oben habe ich sonst einen Kreis mit X, wenn du da das Dreieck eingestellt hast.
Achso, dann mach ich da runter. Ja, genau. Ob ich drei Kreis mit X habe ich auch. Ja, ich weiß. Wenn du den jetzt nochmal drehst, hast du nochmal einen Kreis mit X. So. Du hast da zwei Kreise mit X. Und was ist ganz unten? Ganz unten habe ich jetzt so einen kleinen, so eine Art Boot. Und einen Strich und oben so eine Art Segel. Habe ich gar nicht. Da bist du schon drüber gedreht. Das müsste jetzt gewesen sein gerade. Möglich. Ist da unten ein Strich und oben so ein... Ich habe nur Vierecke. Papet oder wie das Ding heißt? Ja, jetzt ist es bei mir. Und wenn du jetzt dreimal drehst, also 1, 2 und 3 und jetzt müsstest du es eigentlich haben. Nee, ich habe ein Viereck. Wie, du hast den... Hä, hast du andere Symbole als ich? Scheinbar, aber vielleicht finde ich hier das Boot. Unten ist bei mir gar nichts drauf. Auf den unteren Drehdings ist bei mir nichts drauf. Toll. Das ist wahrscheinlich unser letzter Lauf. Das Feuer wird immer höher. Oh Gott, ich verbrenne die dritte. Scheiße, es ist wie die Treppe. Nur, dass mein Boden langsam warm wird. So langsam kriege ich ein heißes Höschen. Dann drehe ich mal weiter. Aber nicht auf die positive Art und Weise. Gibt es denn überhaupt eine negative Art? Stell dich nicht so an, Hamster. Was denn? Ich sag, stell dich nicht so an, du Hamster. Ach, meine Flusen brennen weg. Das riecht mich schon ganz angeschmögelt. Mein kleines Puschelschwänkchen steht gleich in Flammen. Ich hau ab hier. Ich hab meine Tür auf, ich hau ab. Tschüss. So, bei dir rein gar nichts an Symbol? Jede Menge. Ich habe oben habe ich ein Eis. Ein Eis. Ne, es ist ja Pfeil nach oben, ne? Pfeil nach unten meine ich. Dann habe ich einen Pfeil nach links, einen Pfeil nach rechts, einen Pfeil nach oben und einen geschlossenen Pfeil nach unten. Ach so, ja genau. Das ist es vielleicht. Okay, und als zweites war doch. Was hat es? Entschuldigung. Das zweite war das Kreis mit dem X, ne? Naja, ich kann dir dann nur die Rückseiten sagen, was du da drin hast. Ja, genau. Also beim zweiten unten habe ich jetzt ein Viereck mit einem X drin. Mich ist... Warte mal, wenn du... Vielleicht müsste mal ein Gegensatz sein. Okay, ich bin tot. Ich hab's gesehen. Du solltest mal deine Bodenheizung neu einstellen. Ja, irgendwas ist da schief gegangen, glaube ich. Aber das, lieben Leute, klären wir beim nächsten Mal. Warum der Heizungsmonteur da so rumgepfuscht hat. In der hoffentlich letzten Folge. Wir werden sehen, wir werden sehen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, dann sehen wir uns im letzten Raum, würde ich sagen. Hoffentlich. Toi, toi, toi. Tschüss. Ciao.